So, da bin ich wieder. Jetzt kommt das lange ersehnte Video, wovon ich ab und zu mal was gesagt habe. Ja, ein Jahr ist wieder vergangen, mal wieder. Und ja, was hat sich bis dahin getan? Ich weiß es auswendig gar nicht. Einiges auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fangen mal hier hinten in der Ecke an. Ja, neu dazugekommen. Ein Pullover schon mal. T-Shirt, das ist aber gerade in der Wäsche, weil ich das sehr oft anhabe. Oh, meine Pinkie-Pie-Lampe ist gar nicht an. So, jetzt ist sie an. Sehr schön. Ja, und ja, gehen wir mal durch, ne? Komplett. Fangen wir einfach mal hier an. Die Luna kennt ihr ja noch von der Galacon, von der Ponycon Holland. Da habe ich die gekauft von Varonia. Wie groß ist sie? 90 cm, Meter ungefähr von der Länge. Jo. Dann haben wir da oben drüber die normalen Oli Factories. Einmal. Ein Ballon vom Rasthof. Oh, da ist was Besonderes. Auch Oli. Dann haben wir hier, ich nehme es mal raus, ein NASA-Pony. Davon gibt es nicht ganz so viele. Ja, das haben wir noch. Dann haben wir noch ein paar andere Besonderheiten. Da oben noch eine Sunny, eine Pip, alles Mögliche. Dann haben wir hier, geht es noch weiter. Einmal das. Ja, direkt darunter meine zwei großen Pinkie Pies. Ich mache mal das Licht auf normal. Sekunde. Habe ich in die Fernbedienung hingetan? Irgendwo hatte ich doch gerade die Fernbedienung. An der Tasche wahrscheinlich, ja. So, einmal das Licht auf normal. Das nervt gerade ein bisschen. So. Ja, dann gucke ich mal, dass ich hier an Easy vorbeikomme. Achso, ja, das machen wir gleich. So, dann haben wir die sechs, die habe ich jetzt hier hängen. So. Jetzt hier weiter. Die neuen Regale mit den BAB-Plüschis. Die Cutie Marks, Crusaders. Meine Kussel Sunny. Meine vier Reiseponys. Meine neue Bettwäsche ist auch da drauf schon, die ich Weihnachten bekommen habe. Meine Fluttershy-Ecke. Kleine Scarlett ist natürlich auch dabei, die hat auch ihr eigenes Plüschi. Für sie ist das ja schon Life-Size. So, mein OC nicht vergessen. Applejack ist auch da. Da gucken wir erstmal, was da hinten noch ist. So, haben wir natürlich die Main Six einmal. So, Flitter. Ah, da haben wir noch eine spezielle. Ja, ist ein bisschen Diskussion ab und zu mal, aber ist egal, ich zeige sie trotzdem.
gehört halt dazu zum Fandom. Eine Ariane ohne gewisse Extras. Ihr wisst, was ich meine. Braucht man nicht unbedingt. So, dann haben wir hier noch ein Special. Buttons Mom. Habe ich hier auch noch. So. Zack. Jo, dann gucke ich mal, dass ich hier noch weiter durchkomme. Hier ist mein erstes Plüschie. Im erstaunlich guten Zustand noch. Zum Glück, der Kopf ist ein bisschen locker, aber ja, ist halt so. Das ist mein allererstes. Damit hat alles begonnen. Mein zweites, Spinky Pie. Ja, irgendwann mal beim Arbeiten habe ich am Rasthof mal was gegessen. Dann habe ich die da in der Vitrine gesehen. Und dann konnte man die kaufen. Dann habe ich die gekauft. Ja, den Sombra haben wir noch. So, jetzt wird es hier ein bisschen spezieller. Wir machen erst hier hinten weiter. Dann haben wir die Reihe durch. So, beiden Riesenponys hier. Dann haben wir einmal eine Custom Fotofinish. So. Einmal die Fotofinish. So. Die Brille geht ab, das Kleid geht ab. Nur ich habe jetzt eine Hand frei, ich kann es gerade nicht demonstrieren. Aber wer mich halt ein bisschen länger verfolgt, der weiß halt, dass die Sachen abgehen, weil ich mal Fotos gemacht habe. Dann einmal Moonlight Raven. Die leuchtet auch im Dunkeln. Ihr wollt das bestimmt sehen, oder? Ich mache mal im Dunkeln, dann seht ihr das. Ich nehme sie mal mit. Machen wir mal dunkel hier. Zack. Ja, eben hier Licht aus. Moment. Ja, machen wir mal aus. So. Ich mache auch mal eben hier Fernseher auch im Aus. So. Fernseher ist aus. Licht aus. Moment, jetzt brauche ich die Fernbedienung wieder. So, ich wollte das ja sicherlich sehen. So. Machen wir hier auch raus. Das nochmal an. So, da steht die Moonlight. So. Ich hoffe, man sieht das. Einigermaßen. Ne, man sieht es nicht so ganz. Ich lade die mal eben richtig auf. So. Eben richtig aufladen, mal richtig ins Licht halten. So. Einmal richtig aufladen hier. Braucht ja nicht lange. Das Kleid kann auch leuchten. Das muss ich auch mal aufladen. Vorne. So. Ich denke, das sollte reichen. Schauen wir uns das mal an. So. Licht wieder aus. Das andere Licht auch aus. So. Jawohl. Ja, jetzt ist das schon ein Unterschied. Und da leuchtet sie. Sieht man auch die Monde leuchten von ihrem Kleid. Ja. Das haben wir. Jetzt sehe ich nämlich nicht, wo die Fernbedienung ist. Mist. Egal. Meine Pinkie Pie Lampe leuchtet auch noch. Ah, Moment. Hier habe ich noch eine. Ah, ne, das machen wir nachher. Machen wir gleich nochmal das Licht aus. Ist egal. So, wieder an. Hier auch wieder an. Jo, Moonlight wieder hoch, das wieder an, alles wieder anmachen hier, so, ist ja kein Problem, geht ja alles. So, dann kommt die jetzt wieder hier hin, da wo sie hingehört, zack. So, dann haben wir einmal, ach so, die beiden sind von Auri gemacht, genau wie sie hier, sie ist auch von Auri, auch von der Galacon. Ah, hier sieht man sogar ihre Initialien. Ja. Einmal das. Wieder dahin. Hier sind noch die Bad-Ponys. So, das sind auch Oli Factory.
Achso, zu Sunny habe ich noch was zu sagen. Moment. Die packen wir jetzt einmal hier hin. So. Hallo Sunny. Und zwar vom Regisseur selber Unterschrift. Die habe ich mir signieren lassen. Er hat sich erst nicht getraut. Er sagt, soll ich wirklich da unterschreiben? Ich so, ja. Wirklich? Das geht nicht mehr ab. Ich so, ja, sollst du unterschreiben, alles gut. Ja, dann hat er es gemacht. Er hat echt Panik gehabt. Ja, so, weiter geht's. Das haben wir schon gesehen. Ah, auch noch Custom. Custom Old Fluttershy aus der 9. Staffel. Dann einmal die normale Fluttershy, auch Custom. Ich weiß jetzt noch nicht mehr von wem. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Hier ist auch kein Aufdruck drauf oder sowas. Die schleppe ich ja immer auf der Con mit mir rum. Jedes Mal. Das wird auch weiter so passieren. Ja, jetzt muss ich mal eben die Fluttershy wieder hier hinpacken. Na komm. Zack. Dann meine kleine Baby Scarlett. Von mir Plushio. Ja, noch ganz klein, hat noch kein Cutie Mark. Ja, ihr eigenes Plüschi, sie hat ein Life-Size Plüschi. So, dann, ja, den kennen wir ja schon. Den Dicken hier. Er hat jetzt noch eine Galakon Armband, was falsch rum ist. Seine Kette bekommen. Ja, guck mal, ob man den von Weitem machen kann. So. Sieht man ihn ganz. Ja, mein OC. Oh, dann. Oh. Da sehe ich was. Schild drauf. Nicht, dass hier irgendeine Magie. Ein Magieunfall passiert. So, wo wir gerade hier sind. Dann habe ich die noch. Da gibt es ja verschiedene Versionen. Einmal mit dieser Mähne hier, Stoffmähne. Und dann haben wir die einmal mit richtigen Haaren hier. Na, die nehme ich immer mit. Ich mag das mit den echten Haaren immer. Mir gefällt sowas. So, dann haben wir hier einmal die große Twilight. 1,40 Meter von Huf zu, also vom Vorderhuf zu Hinterhuf. Na, haben wir die einmal. So, ich muss mal irgendwie aus der Ecke. So. Den Fluttershy ebenfalls, die gleiche Größe. Die haben wir auch hier liegen. So, dann geht's mal wieder in die Ecke hier zurück. Upp. So. Dann haben wir einmal meine Izzy. Mit Fell an den Hufen auch. Haare, richtige Haare. Das Horn leuchtet auch im Dunkeln, das sieht man aber auf der Kamera nicht so gut. Das habe ich schon ausprobiert. Also die Linien hier, die können im Dunkeln leuchten. 3D-Ohren haben wir mal ausprobiert. Hat auch Auri gemacht. Also alles, was riesig ist, hat Auri gemacht. Wir sind hier auf dem Auricon. So, dann haben wir noch den Haarschmuck. Den habe ich selber gemacht. Ja. Dann gibt es noch die Applejack. Ebenfalls von Auri. Ich guck mal, ob ich mal irgendwie weiter wegkomme, dass man die besser sieht. Ja, so geht's ungefähr. Einmal Applejack. Cutie Mark ist auch da. Schweif auch. So, dann geht's hier weiter. Dann habe ich einmal eine Handtasche. Pinkie Pie. Auch signieren lassen. Leider ein bisschen verwischt. Die hat einen Reißverschluss unten. Ja, geht halt auf, kann man Geld reintun, was auch immer. So, dann haben wir einmal einen Waffels, das Plüschi-Maskottchen von der Ponycon Holland. Das ist er hier. Ich zeig ihn euch auch mal von Weitem. So. Ja, einmal ihn. So. Dann geht's weiter mit einem Pony von Varonia. Eine Octavia. Auch Custom.
So, Moment, ich kipp sie mal ein bisschen. Die ist echt angenehm zum Mitnehmen, so von der Form her. Die lässt sich schön transportieren. Die kann man sich auch mal eben unterm Arm klemmen, wenn man zwei Hände braucht. Die ist echt cool. Die habe ich auch oft dabei, wenn ich mal irgendwo bin. So. Dann eins meiner Favoriten. Countess Coloratura. Die Countess, die gute. Auch einmal von Weitem für euch. So. Judy mag natürlich. Glitzersteinchen. Ist auch noch kein einziger von abgegangen. Sind alle noch dran. Ist gut verarbeitet, echt, muss man sagen. So, dann haben wir hier eine Songbird. Und zwar mein allererstes Custom-Plüschi. Das habe ich von Wamiki machen lassen. Aus Russland, glaube ich, war die. Also astrein gemacht. Wirklich super. Die habe ich schon echt lange. Und das war mein allererstes Custom-Plüschi. Jo. So, wieder reingestellt. Dann machen wir hier weiter. Einmal Mordpie. Ich glaube, die ist von der Ponycon Holland, habe ich die, glaube ich, gekauft. Ich weiß es gar nicht mehr. Also einmal von Weitem für euch. So. Die Jacke geht leider nicht ab. Die ist fest dran. So, und dann kommt was ganz Besonderes. Mein erstes Conpony von meiner ersten Galacon. Pinkamena. Auch einmal von beiden. Moment. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, dass die Haare nicht verheddern. So. Ist auch sehr gut gemacht. Also das Schnittmuster gefällt mir sehr, sehr gut von ihr. Das ist richtig cool. Ja, und die Haare, die machen auch keine Probleme, lassen sich problemlos kämmen. Ganz locker, also ist echt, die Mähne ist echt hochwertig gemacht worden. Die ist super. Jo, dann haben wir. Ja, da kommen wir gleich zu. Einmal hier viel Pinkie Pie Zeug. Verschiedene Sachen. Ein Propeller. Einmal die Pinkie Pie, die sich bewegen kann. Ach komm, wir machen das jetzt einfach mal. Mit dem Bewegungsmelder. Müssen auch noch Batterien drin sein. Dann testen wir das mal hier aus. Ihr wollt das natürlich sehen, ich kenne euch doch. Okay. Aber die wackelt nicht mehr. Warum wackelt sie nicht? Die wackelt nicht. Was stimmt, weil die Batterien schwach sind? Ach so, nee, ich habe nicht auf Star gemacht. Ich muss auf Star schalten. Ich glaube, jetzt geht's. Oder? Nee. Doch. Auf Star geht's. Na, mach mal. Ja, haben wir's. Also auf Star macht die Bewegung und auf Stufe 1 ohne Bewegung. Ja, ist ja gut, Pinky. So, aus. Ja, jetzt ist die Pinky. Dann habe ich noch ein. Ah, ich habe noch eine richtig coole Pinky. Moment. Die kommt wieder schräg. Dann passt die nämlich dahinter. Boah, ich finde die voll hochwertig, die von Niki. Die sehen so gut aus. So, dann eine ganz kleine. Wo ist die eine Pinkie Pie? Die wollte ich euch unbedingt zeigen. Die müsste eigentlich hier drin sein. Das müsste die hier sein. Ja, das ist die. So. Ups. Wie ging das nochmal? Eingeschaltet ist sie bereits. Auf den Cutie-Mark drücken. Die redet nämlich Holländisch. Da.
Auf Holländisch. Cool. So, die quatscht jetzt gleich nochmal. Die geht von alleine aus. Vorsichtig wieder hier reinstellen. So, steht sie wieder. Ach so, diese Pinkie Pie hier in der Ecke randaliert hier immer. Deswegen fällt gerade alles um. Moment. Kriege ich die Unfallfreie raus? Ah, ihr seht, da hängt ein Kabel raus. Das ist ein Lautsprecher. Da kann man was anschließen und Musik hören. So, dann haben wir hier mal ein paar Fluttershy, eine Cosi, Katzen-Cosi. Dann haben wir hier noch eine schlafende Fluttershy, eine kleine. Die habe ich mal geschenkt bekommen. So, oh, Seepony-Fluttershy. Fällt gerade aus dem Regal. Eine Applejack da hinten, die habe ich mal letztes Jahr Weihnachten bekommen. Ja, ein paar Rainbow Dash, eine Sweetie Belle, da oben eine Funko Rainbow Dash, zweimal Daring Du und eine Spitfire. So, dann haben wir die Ecke jetzt fertig. Dann fangen wir mal hier an. Ein paar Twilies hingestellt mit Spike. Ich glaube, die kann sogar was. Ja, die können alle was. Moment. Ah ja, genau. Die kann leuchten. So. Die leuchtet, glaube ich, auch, wenn man die Flügel runter macht. So. Leuchtet sie blau. Einmal. Ja, ein Seepony. Die kann singen. Huch. Immer auf den Cutie-Mark drücken. Die kann singen. So. Dann geht's eine Etage weiter. Eine Sweetie Belle mit Ich freue mich, Unterschrift. dass du hier bist. Ach so ist das. Eine Sweetie Belle mit Unterschrift von Claire. Persönlich geholt. Die war auf der HWCon. Wir singen später nochmal, okay? Nein. So, dann einmal die drei. Chrysalis darf natürlich auch nicht fehlen. Dann geht's einmal weiter. Nightmare Moon. Pinkie Pie und Rainbow Dash. Jo, dann haben wir hier einmal alle Ponys bei zusammen. Also Twilight, Fluttershy, Chrysalis mit Wechselponys. So, oben drüber, da gehe ich aber weiter weg von. Muss ich, sonst seht ihr das nicht. Die Prinzessinnen. Alle vier. Flurry Hart kommt noch. Die ist unterwegs. Alle vier Prinzessinnen. Ich zeige sie euch mal alle einzeln. Fangen wir mit Celestia an. So. Da ist die Celestia. Sieht man Cutie Mark? Ich komme da jetzt auch nicht so gut dran. Die sind echt weit oben. Luna mit glitzernder Mähne. Sterne drauf. So, eine Luna. Cadence natürlich. Alles Custom. Sie sind auch alle von Varonia gemacht. Das ist die Twilight. Prinzessin Twilight aus Staffel 9. Jo. Ja, dann das Freundschaftsset. Das waren die hier. Das ist das Freundschaftsset. Da gibt es nicht viel zu sagen. Die sind klein. Und das war es ein bisschen staubig. Das ist vom Fernseher, der zieht echt Staub an. Oh, Opaline. Da ist die Opaline. So. Das haben wir. Ja, dann die Vitrine natürlich, ne?
Oben drüber haben wir Funkus, einmal Appleblumen, Sweetie Bells, Rotaloo und alle anderen. Ach so, Sweetie Belle ist natürlich ebenfalls signiert. Habe ich mir natürlich auch signieren lassen. Darf ja nicht fehlen. So, jetzt muss ich mal eben die Pinkie Pie da unten wegziehen, sonst geht die Tür nicht auf. Oh, das geht nicht. Klemme ich mir unterm Arm. So. Dann machen wir mal die Vitrine auf, dann sieht man besser. So. Ja, und jetzt ist die Rarity im Weg. Packe ich auch mal eben zur Seite. So. Dann schauen wir mal. Jetzt geht die Tür rauf. Da oben hängt noch eine Fluttershy dran. Mit Magnet. So. Dann hier einmal einige Figuren. Und hier unten auch noch mal Figuren. Das sind die Blindbags gewesen. Dann der Styling Head, den man frisieren kann. Ach so, jetzt kann ich mal. Geht das? Ah ja, genau. Sunnys Laterne. Da leuchtet auch die Sunny. Dann das Prinzessinnenzimmer habe ich kombiniert. Ich habe da Izzy mit beigepackt mit ihrer Kommode. Und Sunny halt auf Inliner. Nochmal auf Inliner mit dem Smoothie-Stand. Und Zip soll eigentlich auf ihrem Skateboard stehen. So. Normalerweise sieht das so aus. Ich weiß nicht, warum die runtergefallen ist. Mit ihrer Brille lasse ich erstmal da liegen. Das mache ich gleich in Ruhe. So, hier unten nochmal Blindbags. Nochmal eine Fotofinish. Ich finde Fotofinish so cool. Ich mag die voll. Sekora haben wir. Diamond Tiara. Auch eines meiner Lieblingscharaktere. Dann haben wir hier nochmal einen Haufen Blindbags. Und unten nochmal die großen Figuren. Größeren. Nicht großen, größer. Nur geschminkte Pinkie Pie. Ja. Meine Fluttershy mit Rosenkranz oder wie das heißt. Ja. So, machen wir. Ach so, ich muss noch mal Licht ausmachen. Diese Rarity, die kann leuchten im Dunkeln. Genau wie diese Twilight. Wir nehmen die einfach mal raus, das geht einfacher. So. Pinky werfe ich mal kurz hin. Mal Licht aus. Hier auch noch mal Licht aus. So. Achso, ne, hier muss nochmal an. Nochmal aufladen. Unten steht Easy im Weg. Den laden wir nochmal auf. Ja. Sollte reichen. Twilight auch nochmal aufladen. Sollte auch reichen. So, Licht aus. Na, reagier. Gucken wir mal. Ich stelle die jetzt mal hier hin. So. Sehen wir es gleich, wenn das Licht aus ist. Ah, der Fernseher ist noch an. So, Opalina hat Sendepause. So, ja, die Twilight, die sieht man jetzt nicht so ganz leuchten. Ich nehme mal Rarity weg. Ja, ganz schwach nur noch. Ist ja auch schon ein Jährchen älter. Und die Rarity, die leuchtet noch richtig. Die hat noch richtig Power. Guck mal, so machen wir das mal. Mal mit dem Handylicht mal richtig anleuchten. So. Wieder aus. Ah! Jawohl, jetzt ist so. Oh, das sieht richtig cool aus. Das gefällt mir. Kann ich ein Foto davon machen? Ja, während des Videos habe ich ein Foto gemacht. Sehr schön. Aber die Twilight verliert schon wieder ein bisschen Leuchtkraft. Aber egal, ihr habt ja gesehen, wie sie aussieht. Na? Passt also. So, tun wir die wieder zurück. Wieder Licht anmachen.
So, die standen hier und hier. So. Oh, Pinky. Aufheben. Vitrine wieder schließen. Jetzt kommt Staub rein. So. Setze ich hier in der Ecke wieder die Pinkie Pie rein. So. Fernseher wieder an. So. Lichterkette auch wieder an. So. Perfekt. Ja, dann machen wir mal hier weiter im Regal. Eine 3D gedruckte Luna. Ja, jetzt wird das Video nicht scharf. Doch, jetzt. 3D gedruckte Luna. Dann Movie Collection. Einmal als Blu-ray, einmal als DVD. Und einmal Vinyl hier. Achso, die hatten Kopfhörer dabei, der gehört da gar nicht hin. Der kommt da hinten hin. So. Noch eine Piratenflatterschei verpackt. So, von der Galakon kann ich als Ritter, ist das ein Ritter? Ich weiß es nicht. So, einmal die Becher mit den Figuren drauf. Und zwar alle vier. Da ist Dashi, Rarity, Pinky, alle vorhanden. Ja, dann haben wir hier oben die Prinzessinnen von Funko. Alle vier. Shining Armor dazu. Einmal eine Derpy in Chrom, eine Vinyl in Chrom. Pinky mit dem Becher, nochmal eine Piratenflatterschei in ausgepackt. Zecora, Sugar Bell. Joa, noch eine Flatterschei. Dann haben wir hier unten noch ein paar Merch-Sachen, ein paar Figuren. Eine Flatterschei-Figur auf einer Wiese. Gefällt mir sehr gut. Komplette fünfte Staffel auf DVD. Komplette sechste Staffel auf DVD. Equestria Girls habe ich da hinten auch noch stehen. So, mein erstes genähtes Plüschi. Das behalte ich auch für immer. Das muss ich einfach behalten. Ja, hier noch eine Sammlung. Wenn man die Schweife irgendwie nass macht, dann kriegen die irgendwie so einen Regenbogeneffekt. So, also dann färben die sich. Dann einmal Dr. Fluttershy mit Philomena und Celestia. Ein bisschen Kleinkram mal verteilt. Ja, dann noch eine Fluttershy-Kette. Und noch eine Fluttershy-Kette. Flaschenöffner von Ponycon Holland. Ja, dann die Skelett-Version von den Ponys noch. Ich zeig mal eine. So. Die X-Ray von Mighty Jacks oder wie das heißt. Die haben wir einmal. So, ein paar Buttons haben wir. Nochmal irgendwas, was quietschen kann. Oh, Winona. Stellen wir Winona mal wieder hin. Das Bild hat mir jemand gemalt. Gemaltes Bild. Ja, dann nochmal ein paar Galakon-Ponys, die ich mal gekauft habe. Auf der Galakon. So, dann haben wir hier noch Niki. Ich setze mich jetzt mal hier vor. Niki Rainbow Dash. In groß, in klein, mit Unterschrift sogar. Ja. So, dann fangen wir mal an. Dann haben wir hier einen Waffels. Auch wieder das Maskottchen von diesem Jahr, von der jetzigen Ponycon Holland, die gewesen ist. Der sitzt hier in so einer Box drin. Die Waffe kann man eben abnehmen. Die kann man wegtun, also abnehmen. Wieder dran machen. So. Finde das cool. So, dann haben wir einmal eine ja, normale Mini-Rainbow Dash hier. Die sitzen eigentlich im Auto. Die habe ich jetzt nur rausgenommen, weil das Auto hat ein Saisonkennzeichen und ist erstmal abgemeldet. Deswegen sind die jetzt erstmal in der Wohnung, weil nicht, dass da irgendwie Flecken, Stockflecken oder Schimmel dran kommt oder sowas. Weil da kommt ja auch Feuchtigkeit dran. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen sind die jetzt erstmal bei mir oben in der Wohnung. So, dann haben wir einmal Mistman. So. Holen wir die mal vor.
Die habe ich auf der Ponycon auch signieren lassen. So. Einmal die. Die ist auch von Varonia gemacht worden, damals. Vor langer, langer Zeit. So, jetzt kommt eins ihrer Meisterstücke, meiner Meinung nach. Sassy Saddles. Habe ich mir extra machen lassen. So. Ihr Kleid geht natürlich ab. Ich richte das jetzt erstmal ein bisschen. Das kann man komplett abnehmen. Das hat die auch echt gut gemacht. Ja. Dann packe ich die mal wieder weg. Kommt die wieder hier hin. So. Dann ebenfalls von Varonia nochmal eine Octavia. So. Einmal die Travi. Und die hat tatsächlich eine Geige dabei. Die kann man hier irgendwie dran machen. Andersrum. So rum, ja. Die hat noch eine Geige dabei. Die ist auch mit Magnet. Die kann man hier mit Magnet anheften. Ja, Streichstock ist auch dabei. Ja. Die ist auch richtig cool gemacht. Ich habe die gesehen, sofort gekauft. Gar nicht lange überlegt. Hammer ist die. So. Dann eine Rara. Habe ich auch von ihr. So. Kleine Rara. Mit ihren Löckchen, die gehen immer auf. Die kann man aber immer wieder zusammenrollen. Ist gar kein Problem. Ist halt so. Hat man mal was zum Kümmern. Ja, wieder hier hin. Dann einmal Kehrfaffel. Haben wir auch. Auch mit ihrer Prothese sogar. Wie im Film. So. Jo, ist auch ganz gut. Habe ich auch auf, glaube auch Ponycon Holland gekauft. Den muss man ja auch haben. So, jetzt stelle ich die mal wieder ordentlich hin. Erstmal, so. Fluttershy liegt da immer. So. Ja, was haben wir noch hier? Eine große Rainbow Dash. Die ist richtig cool gemacht. Die gefällt mir auch richtig, richtig gut. Die habe ich von der Galacon, die dieses Jahr war. Oh, auch mit 3D-Ohren. Ganz vergessen. Ihre Flügelchen. Hier ist ein bisschen Staub am Flügel. Ist aber kein Problem. Habe ich abgemacht. Die Rainbow Dash. Die ist richtig cool. Die hat 3D-Wimpern. Hier kann man so machen. 3D-Wimpern hat sie. Richtig cool. Dann hat die noch ihren Cutie-Mang natürlich. Ah, die ist super. Die ist richtig, richtig gut. Die gefällt mir richtig gut. So, stehe ich nochmal auf. Dann haben wir hier noch einen Aufsteller von dem Film. Ein Rainbow Dash Rucksack. Hier geht der auf. Kann man sich dann aufsetzen. Ja, eine Ponycon Holland Tasche. Noch eine Ponycon Holland Tasche. Ein Fluttershy Pullover. Ein Celestia T-Shirt. Kennt ihr wahrscheinlich von der Ponycon Holland noch. Da bin ich ja so rumgelaufen. Noch eine Fluttershy Tasche. Die habe ich geschenkt bekommen. Ich mache sie mal eben breit, dann könnt ihr euch die angucken. So. Hier habe ich ein Geschenk gekriegt. Habe ich auch schon oft benutzt. Mal mit zur Arbeit genommen. Ja, haben wir die Luna. Ach so, hier auf dem Boden haben wir auch noch was. Ponycon Holland. Wie immer. Ach so, die haben wir vergessen. Da habe ich kurz aus Versehen den Auslöser gedrückt. So, dann haben wir das Pony noch. Die Rarity. Die Punk Rarity.
Mit Stachelarmband. Sturmfrisur. Hier auch noch am Stachelschweifband, wenn man das so nennen kann. Cutie Mark. Jo, die kommt wieder hier hin. Die steht immer hier neben meinem PC. Die fällt aber auch oft um. Die ist echt frontlastig. Machen wir so. Ganz einfach. Ja, dann habe ich noch das Prinzessinnen-Schloss mit den Figuren. Ja. Was haben wir denn noch Schönes? Ganz vergessen. Hier haben wir auch noch was. Hier ist noch die Izzy. Auch vom Baronia. Izzy Moonbow. Mit Schmuck dran. So. Ja, zeige ich euch nochmal von beiden. Jetzt stelle ich die mal eben hier hin. Dann machen wir das von hier aus. So, da ist die Izzy. Einmal drehen. So. Ja. Können wir auch da stehen lassen. Kommt eh gleich wieder zu mir aufs Sofa. Nehmen wir den Teppich wieder gerade rücken. Ist kein Teppich, ist eigentlich ein Strandtuch. Ja, dann. Achso, hier geht's weiter. Ein Schal, ein Rainbow Dash Schal. Den haben wir noch. Ich setze mich mal eben hier zu. So, aus dem Weg. So, ein Rainbow Dash Schal. Mit einer umgekippten Rainbow Dash. Ah, ich habe meine Tastatur und alles noch hier liegen. Ja, die Robo-Twilie wird die oft genannt. Die haben wir hier. Dann einmal von Generation 5. Alle möglichen Ponys. Sogar Opaline. Easy. Und dann noch zwei Easys. Drei, vier Sunnies. Mit denen sechs. Die Skate-Spaß, Sunny. Ah, die kann man ja fernsteuern, wo? Hier mit der Fernbedienung hier kann man das. Ich will das jetzt noch nicht machen, weil sonst fährt die gleich vom Tisch runter. Wie kann man die mit steuern? Mit dem Teil. Ja, legen wir mal hier hin. Dann habe ich noch das Mauspad. Ich finde das Bild so mega gut. Das ist richtig cool. Ja, dann noch Untersetzer von Easy. Das habe ich auch als Decke. Ja, und die Robo-Twilie, ne? Die kann man einmal anschmeißen. Ja, was haben wir noch? Ach so. Nehmen wir euch mal eine Etage tiefer. Dann haben wir noch Bleistifte, Seifenblasen, einmal die Ausweise hier. Noch ein Ponycon Holland Mauspad. Und noch mal eine Zeitschrift. Die ist irgendwie neu. Die habe ich jetzt erst vor kurzem rausgefunden, die Zeitschrift. Sei doch mal ruhig, Mensch. So, jetzt singt sie auch noch. Fertig? Gut. Ja, das war's, ne? Ach so. Okay. So, dann haben wir hier noch ein paar Ariannes, die verpackt sind. Noch, die bleiben auch erstmal verpackt. Vielleicht mache ich mal ein Gewinnspiel, dass man. Ey. Twilie, Ruhe jetzt. Dass man die vielleicht mal gewinnen kann. Ich überlege mir dann nochmal was.
Ja, dann zeige ich euch mal die Decken. Hier sind Decken. Die müssen wir mal ausbreiten. Das mache ich jetzt hier einfach in meinem Raum. Ich lege euch mal kurz hin. Einen Moment. Geht gleich weiter. So. Einmal hier eine Decke mit Easy drauf. Easy Soda. Kannst du bitte wieder einschlafen? Danke. So. Packe ich die Decke mal wieder weg. Lege ich jetzt erstmal dahin. Ja, gute Nacht. Gute Idee. Mit offenen Augen schlafen, mache ich auch immer. So. Dann packe ich auch mal eben die Izzy wieder weg. Weil die habe ich jetzt gerade schon einmal über den Haufen gerannt. Die steht eigentlich immer hier mit bei. Bock, hau die Sunny um, genau. Okay. Dann haben wir hier noch eine, unter der Luna eine Fluttershy-Decke. So lege ich Luna einmal auf Seite. Die packe ich mal eben kurz hier. So. Zack. Ja, einen Moment. Ich breite eben die Decke aus. Bleibt nicht stehen, egal. Bin sofort wieder da. Eine Flatterfalldecke. Andersrum. So rum. So. Zack. So, einmal die Fluttershy-Decke. Die ist richtig cool, die benutze ich auch immer. Ja. Packe ich die auch einmal zur Seite. Kommt wieder hier hin. Zur Luna. Kann nicht Luna zudecken. So, dann packen wir das mal eben auf Seite. Moment, erst kommt Sunny. Der kommt wieder da rein, wo er hingehört. Zack. Ein kleines Scarlett davor. So. Plüschi dabei. Sunny davor. So. Easy darf natürlich nicht fehlen. Das ist das wichtigste Pony von den neuen. Und Opaline. Aber Opaline habe ich als Plüschi noch nicht. Die kommt noch. So. Ja, die neue Bettwäsche hier, die ich Weihnachten bekommen habe. Dann haben wir hier die Twilly. Ich pack mal eben die Twilight woanders hin. Oder? Ja, doch. Ja, da sind noch Kissen. Ich pack mal eben die Twilight weg. Sekunde. Ja, komm, Twilly. Muss mal eben woanders hin. So, dann kann ich euch hier nämlich die andere Decke mal zeigen, die noch hier drunter ist. Ein bisschen zerknautscht. Die kann ich mal eben auf Fluttershy legen, so lange. Nur mal eben stramm ziehen, dann geht das hier wieder. So. Die Decke habe ich auch noch. Nehme ich als Tagesdecke immer. Ja, das war es dann auch im Großen und Ganzen. Ich pack mal eben die Twilly wieder hin, wo sie hingehört. Auch wieder andersrum. So. Ja, ich krieg das doch hin mit Kamera in der Hand. So, Twilly ist gelandet. War nicht schwer. Mit einer Hand ist sie schwer. So. Vorrutschen lassen. Zack. So, Flügelchen einklappen. Flügelchen sind eingeklappt. Ja, die Bettdecke lege ich jetzt einfach mal hier hin. Oder? Nee, doch. So, das passt. Fluttershy drehe ich nachher um. So, dann
Zack, fertig. Ja. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ging ja jetzt auch lang genug. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Dann wünsche ich euch erstmal einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr. Und nächstes Jahr geht's weiter. Es wird fleißig gesammelt. Und ja, fleißig ausgepackt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Auf jeden Fall geht's weiter. Bleibt gesund, macht's gut. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn was ist, was Neues. Und dann wollte ich auch mal eventuell demnächst was Neues ausprobieren. Da muss ich aber noch irgendwie mit der Technik ein bisschen klarkommen. Und dann machen wir das auch noch. Und bis dahin, ciao, ciao.